Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. OBS ist so eine. Ich sag's jetzt nicht, ne? Da hab ich ein Video gedreht und einmal habe ich's nicht getestet. Ich teste immer vorher. Diesmal habe ich's nicht getestet. Da hat ernsthaft OBS mein Mikro ausgestellt. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Einfach so. Kein Ton im ganzen Video. Unfassbar. So. Einmal testest du es nicht, ne? Egal. Worüber ich mich aufrege. Mit Messer und Axt, 14-jähriges Mädchen plant IS-Anschlag in Graz. Nee, stille Sommerpause gibt's bei uns nicht. Ich bringe euch hier wieder die hässlichen Nachrichten, aber auch noch was Schönes. Guckt auf Volkes Seele. Aber das hier ist eine grobe Nummer. Passt mal auf. Mit Messer und Axt, 14-jähriges Mädchen plant IS-Anschlag in Graz. In Graz plante ein 14-jähriges Mädchen offenbar einen Anschlag. Ermittler stellten im Rahmen einer Hausdurchsuchung Waffen und einschlägiges Propagandamaterial des IS bei dem Mädchen fest. Ihr Anschlag sollte den Ungläubigen gelten. Wie kann das eigentlich sein, dass Eltern sowas nicht mitbekommen? Das ist jetzt eine eher ironisierende Frage, ja? Im österreichischen Graz soll ein aus Montenegro stammendes 14-jähriges Mädchen einen Anschlag vorbereitet haben. Nochmal, mit 14. Alter, was ist denn da schiefgelaufen bei dem Kind? Die Polizei teilte mit, dass die 14-Jährige im Stadtzentrum eine terroristische Attacke geplant haben soll. Die Landespolizeidirektion Steiermark erklärte am Samstag, dass bei der Jugendlichen für die Tat vorbereitete Gegenstände sowie einschlägiges Propagandamaterial beschlagnahmt wurde. Die 14-Jährige wurden offenbar durch die Ideologie des IS angetrieben. Ja, Fragezeichen, streng religiöse Familie, Fragezeichen, oder wie ist das passiert? Die Ermittler kamen die Mädchen durch die Überwachung von Chats auf die Spur. Gut, dass sie immer so dämlich sind. Im Vorfeld erhielt das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung Informationen einer anderen europäischen Sicherheitsbehörde. Organisiert hatte sie sich für die Tat bereits ein Beil und ein Messer. Außerdem hatte sie sich Kleidung für das Verüben des Anschlags bereitgelegt. Da frage ich mich ehrlich gesagt, was sie sich dafür ausgesucht hat. Aber okay, vielleicht weiß, das wäre klassisch. Entsprechende Bilder teilte sie via Social Media mit Gleichgesinnten im Ausland. Ja, gut, dass sie so dämlich sind. Das ist das Tolle daran. Die Polizei Steiermark erklärte weiter, dass der Anschlag den Ungläubigen gelten sollte. Ja, wem auch sonst. Beschlagnahmt wurden neben den Waffen insbesondere diverses Propagandamaterial. Es wurden mehrere Datenträger wie Festplatten, USB-Sticks etc. sichergestellt, auf denen sich Kampfhandlungen und Hinrichtungen befanden. Alter, wer guckt sich denn Hinrichtungen mit 14 an? Ich meine, ich würde es mir nicht mehr angucken. Ich bin 47. Die 14-Jährige wurde von Ermittlern bereits im Beisein eines Erziehungsberechtigten und eines Verteidigers verhört. Geständig war sie jedoch nicht, Alter, auch noch richtig verstockt war. Nach richterlicher Genehmigung ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Festnahme der 14-Jährigen an und ihre Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt. Gegen das Mädchen wurde Untersuchungshaft wegen Tatausführungs- und Verdunklungsgefahr verhängt. So. Das heißt, die haben sie gerade mal gebunkert. Es ist vielleicht ein bisschen überschwitzt ironisch, ja. Aber bei uns in Deutschland müsste ich mich fragen, ob die überhaupt verhaftet wird, weil sie ist ja 14. Also das klingt vielleicht lustig, ne? Und vielleicht ist es auch nicht ganz so. Aber ich meine, guckt euch mal das an, was ich gestern gemacht habe. Da sind zwei 14-Jährige, ein 16-Jähriger, schlagen Typen tot und die laufen frei rum. Und das ist ja nicht das erste Mal. Denk mal an den Obdachlosen, den sie weggestochen und ins Hafenbecken geschmissen haben. Die liefen auch frei rum, etc., etc. Ihr könnt runterscrollen, mehr habe ich lauter solche Videos. Die Leute werden ja nicht mal verhaftet, die laufen frei rum. Zur fröhlichen Wiederholung, ne? Also da kann man sagen, ist uns Österreich an der Stelle mal voraus gewesen. Und ich meine, überlegt mal, wie kaputt unsere Gesellschaft ist, dass sowas passieren kann. Also ich meine, da gehst du irgendwie schön zu Aldi einkaufen, auf einmal steht so ein Mädel mit einer Axt vor dir, grinst dich an und dann hast du das Ding im Kopf. Ist der Tag gelaufen, ne? Ich meine, klingt alles vielleicht ein bisschen lustig, aber ist es nicht. Ist gar nicht lustig. Weil wie krank kann man denn mit 14 Jahren sein, dass man so ein Psycho ist? Warum merkt es keiner? Was ist mit den Eltern etc.? Streng religiöse Familie oder nicht? Haben die da nicht interveniert oder es nicht mitbekommen oder wie auch immer? Aber irgendwas ist doch gesellschaftlich offensichtlich komplett schiefgelaufen, wenn sowas passiert. Ich weiß, es klingt klischeehaft, aber früher hat sowas nicht gegeben. Das klingt auch wieder lustig, aber ich meine das ernst. Es ist so, früher gab es sowas nicht. Und heute haben wir Leute, die religiösen Fanatismus mit 14 leben und wollen anderen mit der Axt den Kopf spalten oder sonst was. Und mit dem Messer. Ich meine, da musst du doch merken, da ist doch gesellschaftlich irgendwas hart schiefgelaufen.
Das muss man doch merken. Und da muss man doch, das sage ich schon seit 10 Jahren, ne? Das muss man doch merken. Nee, ich weiß, muss man nicht merken, aber wir könnten es den Leuten mal erzählen, die es nicht merken und sagen, ey, wähl doch vielleicht mal anders, weil alle anderen machen das so. Und übrigens, die du für die Opposition hältst, nämlich die CDU, haben genau das ermöglicht. Und vielleicht wäre es mal schlau zu gucken, was zum Beispiel Schweden oder vielleicht demnächst Holland machen. Wäre ja mal eine Idee. Und guck doch mal, ob du wen anders wählst und lass dich nicht immer verarschen. Stichwort Höcke, ja? Bitte guckt euch dazu nochmal an. Ich habe von der Axis guten Podcast auf Telegram. Das ist wunderbar. Der belegt 1a, dass es kompletter Bullshit ist, dass es eine SA-Parole war. Ich meine, ich habe ja schon sowieso gesagt, warum das sowieso aus anderen Gründen völliger Bullshit ist und man das diskutieren müsste. Aber das zeigt nochmal, das ist eine Behauptung. Und die ganzen Richter, die gehen einfach mit für die Karriere oder was auch immer. Die behaupten einfach die Lüge. Und es funktioniert so immer. Es funktioniert auch bei Corona. Ich krieg's ja immer mit. Da werden Leute verurteilt von Richtern, die sich geistig noch 2020 aufhalten. Und die laufen noch rum und verurteilen nicht und sagen dir, die Impfung schützt vor Ansteckung. Solche Leute sind in unserem Gerichtssystem. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und genau das ist eben auch so ein Höcke-Fall. Das ist ein politischer Schauprozess. Das ist gar keine Frage. Man muss nur ein bisschen recherchieren und merkt sofort, das ist ein politischer Schauprozess. Und man muss den Leuten das mal beibringen, weil wenn die nicht endlich mal aufwachen und den Arsch hochkriegen, ja, dann geht es hier sowas von ab. Und was meint ihr, was hier weiterläuft, wenn die Wirtschaft weiter abschmiert bei uns? Und wir erstmal richtig absinken. Wir sind jetzt noch immerhin so ungefähr bei Null. Was meint ihr, wenn wir ins Minus gehen? So richtig ins Minus gehen. Was meint er, was hier abgeht, wenn die Sozialsysteme zerbrechen, die Rente nicht mehr zu zahlen ist, etc.? Was hier abgeht. Man macht uns auf allen Ebenen fertig, habe ich schon mehrfach gesagt. Man macht uns kulturell fertig, ethnisch fertig, sprachlich fertig, wirtschaftlich. Das ist geplant, das ist Absicht. Auch wenn es immer keiner glauben will, aber das ist Absicht. Weil irgendwann sind es einfach zu viele Zufälle. Wenn du über 20 Jahre immer Zufälle hast, die perfekt ineinander greifen, dann ist es irgendwann zu viel Zufall. Und man kann es ja auch nachlesen. Ich sage mal Migrationspakt, ja. Man kann das alles nachlesen. Das ist ja nicht, dass ich mir aus den Fingern sauge. Du kannst es nachlesen. Und da kommen die Leute immer, Verschwörungstheoretiker. Nee, Alter, lies doch mal den Migrationspakt. Ich habe ihn gelesen, du nicht. Lies ihn doch mal. Lies doch mal den Flüchtlingspakt. Lies doch mal die Anti-Rassismus-Agenda 2020. Lies doch mal die rechte afrikanische Einwanderer in der EU. Lies es doch mal nach. Anstatt so einen Schwachsinn zu reden, wie ich wäre der Verschwörungstheoretiker. Bullshit. Ich weiß es besser. Das klingt jetzt hart arrogant, ja. Aber mir ist es ja wirklich so. Na, also von daher, ne, wieder so ein kleiner Hallo-Wach-Ruf, wo man mal sagen kann, ey Leute, wacht doch endlich mal auf. Wie viele Beweise wollt ihr noch haben, dass das hier ein Kurs ist, der uns ins Verderben führt? Gut, das war meine moralisierende Samstagspredigt, obwohl es wie Sonntag klang von der Predigt her. Das war's von mir heute. Bitte gleich Abo dalassen, teilen, 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 etc. und auf Volkes Seele gucken. Da habe ich heute einen schönen Spaziergang für euch durch Schweden auf einem Gräberfeld. Bei Hügelgräbern. Das war's von mir heute. Wir sehen uns bald wieder.